Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder mit dem Mountainbike unterwegs und nutze das geile Wetter aus. Ja, heute geht's zum Windpark Südliche Ortenau mit G2,7520, insgesamt 7 Stück. Ich habe den Windpark schon von anderen Orten mal öfters gezeigt, aber war noch nie persönlich da. Ja, und ich dachte, heute fahre ich mal hin. Ja, der Windpark gehört zu Ettenheim, Schuttertal und Seelbach. Daneben sieht man den Windpark Ettenheim, den ich schon mal gefilmt habe in einem meiner Videos mit den Nordex N54. Die sind jetzt schon stillgelegt, die werden bald abgebaut. Da wird ja repowered mit Enercon E160. Ja, ich stehe hier gerade unter einer Enercon E101, die hier so alleine in der Landschaft rumsteht. Sieht auch toll aus mit dem blauen Himmel heute. Gehört zu Schweighausen. Ja, und hier drüben ist der Windpark Biederbach. Den kennt ihr ja jetzt schon zur Genüge aus meinen Videos. Ja, EP3 steht leider immer noch. Keine Ahnung, was da los ist. Im August letztes Jahr war sie fertig und steht jetzt immer noch. Aber bei den anderen beiden Anlagen hat es ja auch so ewig gedauert. Naja, jetzt habt ihr mal eine kleine Vorstellung. Könnt euch ein bisschen orientieren, wo ich heute bin. Jo, und dann werde ich jetzt mal zu den G-Anlagen radeln. Und dann sehen wir uns dort. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier bei den Anlagen auf der Anhöhe angekommen und stehe jetzt hier in der Nähe von der ersten von 7 Anlagen. Wind geht sehr gut heute, wie man sieht. Man hört es auch, die Anlagen sind ziemlich laut. Ja, gebaut wurde der Windpark 2015-16 als Bürgerwindpark Südliche Ortenau. Da oben auf der Gondel steht es auch nochmal. Da sind eben verschiedene Bürgerenergiegenossenschaften beteiligt. Ettenheim, Schuttertal, Seelbach. Der Rest gehört, glaube ich, der Queen City AG. Ja, und der Windpark hat auch Auszeichnungen erhalten für dieses Beteiligungsmodell. Ja, wie bereits erwähnt, insgesamt 7 G2,7520 sind hier verbaut. Vom Design her finde ich die da eigentlich ziemlich cool. Gefällt mir jetzt besser als die neueren Modelle. Die 130er, 137er oder auch die neue Cypress-Plattform, die haben halt alle diese kugelige Narbe. Oder diese kleine Kugelnarbe. Und die hier, die Narbe von der Anlage hier, finde ich eigentlich noch cooler. Ja, Narbenhöhe 140 Meter. Ja, Schall war hier leider ein enorm großes Problem. Das zu Lärmbelästigung geführt hat in den umliegenden Ortschaften. Das Problem war wohl nicht die Schallemission an sich, also die Grenzwerte. Das lag alles im grünen Bereich. Allerdings so das Wummern, das halt für Windräder ziemlich charakteristisch ist, das lässt sich halt in der Schallmessung nicht so gut abbilden. Und deshalb wurden die Anlagen auch zu Beginn nachts komplett abgestellt, um die Grenzwerte irgendwie einzuhalten. Und jetzt hat man wohl für jede Anlage ein individuelles Betriebskonzept entwickelt, je nach Windbedingungen, Windrichtung, dass alle Anlagen sowohl tags und auch nachts laufen können, ohne jemanden zu belästigen. So, ich stehe jetzt hier nochmal direkt unter der Anlage. Ist auch echt ein geiles Bild mit dem blauen Himmel. Ja, die gibt richtig Gas heute. Sie läuft wahrscheinlich sogar Volllast. Und das Design von der Narbe eigentlich auch ganz cool. Witzig, dass man da durchschauen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das einfach nur der Optik wegen ist. Oder ob das wirklich für die Aerodynamik eine Rolle spielt.
eine Luftströmung. Finde ich auf jeden Fall cooler als die einfache Kugelnarbe. Ja, aber ich habe jetzt schon öfters gelesen und auch gehört, dass die G-Anlagen an sich relativ laut sind im Vergleich zu anderen Anlagenherstellern, jetzt Enercon oder Vestas. Die haben jetzt auch noch keine Zackenbänder hier. Das ist ja jetzt mittlerweile auch Standard eigentlich bei den neuen Anlagen. Die tragen ja wesentlich zur Schallreduzierung bei. Aber wie gesagt, die Anlagen haben jetzt alle ein individuelles Betriebskonzept, dass der Lärm größtenteils vermieden werden kann. Ja, die haben auch einen Max-Bögel-Turm, schätze ich mal, erste Generation, also ein bisschen breiter an der Basis. Die neueren sind ja ein bisschen schlanker. Ja, hier drüben sieht man dann die anderen Anlagen. Die sind ein bisschen hinterm Wald versteckt. Ja, dann werde ich mal weiterziehen und werde auch mal mit der Drohne hochsteigen. Das gibt sicherlich tolle Bilder. So, hier hat man jetzt noch mal einen tollen Blick auf die anderen Anlagen. Die sind hier alle schön wie an einer Perlenschnur aufgereiht, alle in einer Reihe im Wald. Hier sieht man 5 Stück, die 6. liegt etwas weiter weg. Ja, ich bin echt überrascht, dass es heute doch so windig ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, hier im Wald windet es echt ganz schön. Ich hoffe, ich kann überhaupt mit der Drohne hochsteigen. Das wäre nämlich echt verdammt schade bei dem Wetter. Geiles Bild. Die machen echt gute Umdrehungen heute. Ja, hier habe ich nochmal eine schöne Infotafel entdeckt von der Green City Energy AG, einem der Betreiber. Ja, hier links eben nochmal ein paar technische Daten zur Anlage. Aber ich finde die Anlagen echt extrem laut. Also im Vergleich zu anderen Anlagen finde ich die nicht so laut. Also gerade die Anlage hier drüben. Also nicht nur das Rauschen der Rotorblätter, sondern halt einfach auch so ein mechanisches Geräusch. Also weiß nicht, irgendwas ist da, stimmt da nicht um Getriebe oder so. Hört sich auf jeden Fall sehr ungesund an. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut hört auf dem Video, aber das ist echt extrem laut. Also kommt noch zu dem eigentlichen Rauschen der Rotorblätter dazu. Ja, das sind halt Getriebeanlagen. Ich finde die Getriebelosen generell immer etwas leise. So, ich stehe jetzt hier nochmal auf der Anhöhe, auf der gegenüberliegenden Seite des Windparks, bei der Kapelle in Dörlinbach. Hier unten im Tal liegt Dörlinbach, das ist ein Ortsteil von Schuttertal, zu dem der Windpark gehört. Ja, und hier oben, hinterm Wald, auf der Anhöhe, sind die Anlagen, wo ich gerade eben war. Da stehen sie alle in einer Reihe. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben auch oben. Es sind super schöne Aufnahmen geworden. Also richtig tolle Bilder. Gibt es dann bei Instagram. Und das Drohnenvideo folgt dann hier im Anschluss. Also die Mini-Tür hat sich wieder richtig klasse geschlagen. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum nächsten Windpark, dem Windpark Kambacher Eck. Ist hier auch in der Nähe. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Abonnement natürlich nicht vergessen.
Ja, ich werde bald auch mal wieder zum Windpark Einölen fahren. Da gibt es dann nochmal größere G-Anlagen zu sehen, wer an G-Anlagen interessiert ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum Windpark Kambacher Eck mit Enercon E115. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.